Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Nö, geht schon, geht schon. Ich hab dich schon schlechter gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Ich bin die Hoax Mistress und heute bei mir ist das Monster von Loch Ness. Hallo Monster. Uhu von Loch Ness. Mir ist warm. Mir auch. Bei uns in Schottland ist es nicht so warm. Ach, Schottland ist toll. Habe ich gehört. Bin ja gerade auf Ja. Dienstreise in Hamburg. Haben wir noch Themen? 16 Grad hat es gerade zu Hause. Und was ist? Ich sitze hier in Deutschland und schwitze mir, Die ne? Eier ab. Ja, das Loch nass. Eine wunderschöne Sunday morning. Augen zu und zugehört. Ja, das hier ist der Podcast to end all podcast. To end the trend. Wenn es einer schafft, dann wir Dings. Mit unserem Qualitäts Backstein für die Ohren. Weißt du, andere Podcasts lassen Aufkleber drucken, wir lassen es für nächstes Jahr Backsteine prägen. Das Die ist werfen wir eigentlich dann auf eine so Leute. unfassbar gute Idee, einfach so Lehmziegel herzustellen und ein Logo reinzuprägen. Das könnten wir als Workshop anbieten. Ja, aber jemand anders soll den machen. Ja, Wir der sind Flo. zu bekannt dafür. Nee, der kann nicht. Schnudibudibudibudibu. Um mich umschwirrt eine Mücke. Machst du Wahrscheinlich. es gut? Komm, ich bin so bäulich, also viel bäuliger als sonst. Ich bin von oben bis unten mit Mückenstichen übersät. Und manche sind halt nur so kleine rote Punkte, die jucken. Und manche sind große rote Beulen, die jucken. Und manches juckt oder ist gar nichts. Okay. Das kann man vielleicht durch Waschen beheben. Nicht unbedingt. Sowas habe ich am Arm. Das juckt einfach nur. Und an der Hüfte, weil ich mich gestern auf eine Wespe gelegt habe. Die arme Wespe. Ja. Aber was sitzt ihr auch auf meinem Räkelplatz? Die dachte, was räkelt sich auf meinem Sitzplatz? Ja, irgendwas ist immer. Hast du denn irgendwas gemacht seit unserer letzten legendären Aufnahme? Ja, einiges, einiges. Ich habe Sabrina weitergeschaut und bin jetzt am, naja, wo auch immer, keine Ahnung, ob es weitergeht. Jedenfalls so viele Folgen, wie Netflix gerade hat. Ja, es gibt nur zwei Staffeln bislang. Ja, eben. Also ich sag mal so, wenn es da aufhört, wäre es ein schönes Ende. Wenn es da weitergeht, müssen sie sich echt was überlegen. Ich habe eben probiert, mein Equipment auf den Balkon zu möppeln, um von dort aufzunehmen. Stellt sich raus, geht nicht. Ist zu heiß. Ja gut, Das Notebook verweigert die Zusammenarbeit. also ich sitze jetzt hier im Schatten, sonst würde ich das auch nicht machen. Ich hatte es versucht von der Hängematte aus, aber das WLAN ist da so schwach, dass es absolut keine Chance ist. Das WLAN weiß einfach nicht, wo es gerade hinstrahlen soll, wenn du immer hin und her wackelst. Mit deiner Antenne. Jetzt lass meine Antenne da raus.
Weißt du denn, wo Sabrina überhaupt herkommt? Greendale. Ja, aber weißt du, warte, ich versuche die Zunge nochmal neu zu starten. Okay. Weißt du, dass es die schon seit Oktober 62 gibt? Dafür sieht sie eigentlich noch gut aus, ne? Mhm. Aber gut, ist auch eine Hexe. Da war nämlich der erste Auftritt in den Archie-Comics. Alt und verbittert berichtete. Genau. Also das, irgendwann wo auch Riverdale herkommt. Man hört es ja schon am Namen irgendwie, ne? Ja. Riverdale habe ich mir, ich glaube, 2 Folgen probiert anzusehen und fand es fürchterlich. Ich mag's, aber ich kenne ja auch die Comics. Ja, gut. Und da ist so ein Twist drin, der gefällt mir. Mhm. Lass mich raten, der kommt erst später oder habe ich ihn einfach wieder verpasst? Nein, ich meine gegenüber den Comics. Ach so, okay. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Nun gut, nun gut. Ich habe Invader Sim weitergeschaut. Oh, sodass wir auch da heute wieder ein paar... Und ich habe Fragen, Flo. Okay. Die du mir nicht beantworten können wirst. Aber das kann ich nicht, aber ich tue einfach so, als wäre ich Dings und könnte Dings. Also, du weißt ja, ich bin sehr gut mit Dings Worten. Was war? Dings. Ah, gut, dann frag. Warte. Wollen wir mit, das Wort gibt's doch gar nicht, Episodenguide. Wollen wir mit Invader Sim direkt starten oder wollen wir noch über, was hast du denn eigentlich erlebt? Ich übergehe dich hier einfach so. Seit unserer letzten Aufnahme, die ja in Blut und Tränen endete. Ach, das war schön. Ach ja, ich mag sollten Blut wir mal wieder Tränen machen. Ja. Wir könnten heute machen, dann endet es Blut, Schweiß und Tränen. Ja. Seitdem habe ich, also wenn ich überlege, nicht wirklich viel gemacht. So das ist das Übliche halt. Arbeiten, ein bisschen Gartenarbeit, ein bisschen Reparaturen, ein bisschen Weinen. Also das Übliche halt. Mhm. Stimmt, Gartenarbeit habe ich auch gemacht. Wie geht's deinem Garten? Ich habe gesehen, deine Sonnenblume blumt. Die Sonnenblume blumt wundervoll aus der Ritze. Also nicht aus meiner Ritze, aber aus einer Ritze. Alles ist möglich. Ich habe 4 Tomaten dran bis jetzt, die schon auch schon, ja, das sind diese Riesentomaten vom letzten Jahr. Also die, ich denke, dass die auch wieder ziemlich groß werden. Cool. Und auch die ersten Physalis sind, also die Dingschen drumherum sind fertig. Ja. Es muss noch innen drin die Beere wachsen. Ja, die Chilis, die sind dieses Jahr irgendwie, ich weiß nicht, da blüht noch nichts. Okay. Aber ich habe jetzt Gurken. Mal gucken, ob da was kommt. Cooli, cooli. Ich habe auch Tomaten. Also keine so ganz großen, sondern normale Strauchtomaten von der Größe her. Die ersten sind rot. Oh. Werden jetzt so langsam mal geerntet. Ja, ich habe die ersten relativ früh rausgesetzt. Die sind relativ früh groß geworden, sodass ich jetzt quasi 4 Pflanzen habe, die jetzt tragen und 4, die jetzt erst anfangen zu blühen, sodass das Ganze noch ein bisschen hinziehen wird mit der Ernte hoffentlich. Was macht denn sonst der Garten so? Die Zucchini vor sich hin. Ich meine. Alle beide. Die Kürbisse eskalieren völlig und übernehmen gerade den Garten. Das machen Kürbisse öfter so. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das verhindere oder zumindest eindämme oder in geregelte Bahnen lenke. Ich würde es lassen, da können wir den großen Kürbis suchen. Oh, der große Kürbis. Ja, das Problem ist, wenn ich Rasen mähen will, war es das mit dem großen Kürbis. Wieso willst du Rasen mähen? Um das Planschbecken aufzustellen. Du hast doch einen Balkon. Ja, ich befürchte aber, wenn ich da das Planschbecken, was ein bisschen ein größeres Planschbecken ist, aufstelle, sitzen wir im 0,x eine Etage tiefer im Wintergarten und haben endlich das Delaquarium erfunden.
Ich kann mir Schlimmeres. Ja. Meine Chili-Pflanzen kriegen jetzt gerade alle Knospen. So dass ich da relativ zuversichtlich bin, dass das was wird. Den ganzen Rest habe ich schon aufgegessen. Ach, Essen ist toll. Ja, ich hatte eben Pizza Hawaii. Oh, also die Ananas hast du drauf gehabt und deine Schinkenfrucht. Genau. Und Chilisauce. Und irgendwas mit Käse. Ja, ganze Füße. So mag ich es am liebsten. Ich auch. Ich also meine Blumenwiese fängt langsam mehr und mehr an zu blühen. Okay. Mein Insektenhotel wird langsam mehr und mehr bewohnt. Ah, sehr gut, sehr gut. Also, es wuselt vor sich hin. Ja, wuseln tut's hier auch. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Insektenhotel habe ich halt nicht, aber ich habe eine, ich dachte, ich hätte eine Vogeltränke gebaut, denkst du? Der ganze Wespenschwarm ist quasi den ganzen Tag damit beschäftigt, vom Nest zurück zu dieser Tränke zu fliegen und Wasser zu holen. Aber das ist sehr zuverlässig und die freuen sich darüber, immerhin. Immerhin die. Also bis auf diese eine, auf der du dich gewälzt hast. Ja, gut. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich habe ja zwei keine richtigen Wespennester, das sind so Feldwespen, die immer nur so Mini-Staaten bauen mit 15, 20 Viechern. Habe ich zwei Stück im Garten und die freuen sich da tierisch drüber. Was hast du eben noch erzählt? Wusel, Wusel und was noch? Blumen, ne? Genau, Blumen, ja. Blumen gehen auch ganz schön gerade, weil ich habe zwei Kübel mit essbaren Blüten. Da blüht jetzt gerade die Kapuzinerkresse und der Borretsch kam. Und Borretsch findet halt auch irgendwie so alles, was Streifen hat, total gut. Mhm. Die ersten Schmetterlinge waren schon dran. Meine Sammlung an Wicken wickt wie wild. Wick dich selber. Ja. 3 Meter lang. Knickknack. Ich hatte ja so die Wiese, wie jedes Jahr, riesige Placken mit Margeriten. Mhm. Weit über 1000 Stück gehe ich davon aus. Ich habe sie nicht gezählt. Gewollt oder Zufall? Gewollt und die werden jedes Jahr auch stehen gelassen. Also wird ja, immer drumherum gemäht. Cool. Und so langsam gehen sie aber jetzt kaputt. Es kommen so ein paar andere Blumen so auf der Wiese noch, aber nichts mehr so hochblühendes. Ja. Ich mag das. Also hat man einen Grund, einfach nicht alles mähen zu müssen. Ja, das stimmt. Eigentlich eine gute Idee. Ich habe auch noch ein paar Blumenzwiebeln, die ich in die Wiese setzen wollte. Vielleicht kann man damit so die Zeit bis kurz nach Ostern überbrücken mit Mähen, dass man da nicht raus muss. Ja. Oh, ansonsten habe ich sehr viel rumgelegen, weil was sollst du bei dem Wetter auch anderes machen? Fahrrad fahren. Nein. Hast du es gut? Ja? Nein. Nichts davon. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht. Ach, ja. Nee, ich war relativ viel mit dem Rad unterwegs, weil, ne? Musste nicht laufen, bisschen schneller. Musste nicht Bus fahren, was bei dem Wetter auch eine Wohltat ist, finde ich. Und dank dem Einsatz des nassen Lappens um den Kopf geht es auch mit der Überhitzung halbwegs. Außerdem kann ich jeden Tag über den Friedhof fahren und freue mich über die Eichhörnchen und die Krähen, die heute übrigens sehr putzig die ganze Zeit nur um ihre da, wo man die Gießkannen auffüllt, ne, diese Hähnchen, die haben am Mainzer Friedhof so ein richtiges, großes, immer volles Becken noch drumrum, dass du einfach auch eintauchen könntest, die Gießkannen. Und jedes dieser Becken war einfach belagert von Krähen, denen du schon angesehen hast, dass sie es bereuen, schwarze Federn zu haben.
ich kenne das. Offenen Schnäbeln da saßen und hechelten und ich ganz in Schwarz dran vorbei hechelte und wir uns freundlich grüßten. Und ja. Nee, und die Eichhörnchen finden es total prall gerade. Die kriegst du ja irgendwie Dings. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich mag Eichhörnchen. Ich mag Eichhörnchen auch. Eichhörnchen sind toll. Ich war letztes Mal auch auf dem Friedhof. Sind die Ratten der Bäume. Das ist egal. Solange es die europäischen sind und nicht die amerikanischen, die sind böse. Ich weiß nicht, entweder war es ein altes Eichhörnchen oder ein gemischtes, weil es war rot, aber hatte einen grauen Schwanz. Ja. Im Unterschied zu uns, wir sind grau und haben einen roten Schwanz. Das ist immer. Ach. Ich war auch auf dem Friedhof letzte Woche, habe um mein Grab herum gedingsbumst, die Steine mal sauber gemacht und neu gemacht. Irgendwann demnächst muss ich hin und noch so die Buchstaben nachpinseln mal. Okay. Ja. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Bin mal sehr sehr gespannt, wie jetzt der Rest der Woche noch wird, was Sommerlichkeit angeht. Ja, es soll morgen und übermorgen ein bisschen besser werden. Ich hoffe das sehr, weil das war heute schon wirklich, wirklich fies. Ja, aber Samstag und Sonntag nochmal fies und ich muss Samstag weg. Ich freue mich drauf. Ja, gut. Aber die Autofahrt ist blöd. Hast du Klima? Ja, ich habe jetzt wieder eine Klimaanlage, die funktioniert. Aber trotzdem. Weil wenn ich das Haus verlasse, ich habe festgestellt, immer wenn ich das Haus verlasse, dann hat das Event ein Hashtag. So soll es sein. Das finde ich irgendwie lustig, aber ja. Ja, cool. Das wird ein Hörerinnen treffen. Also ich treffe eine Hörerin. Und auch andere Leute wie den feinen Herrn Ralf und sowas. Ja. Sag Grüße. Werde ich tun. Und lass es dir schmecken. Das gehe ich von aus. Wer das Ganze folgen will, Hashtag Futter und Liebe. Ich finde das ein großartiges Hashtags-Dings. Ja. Ist eigentlich der Wind nicht zu laut? Das habe ich mich auch gefragt, ob mein Wind nicht zu laut ist. Also ich höre deinen Wind nicht. Gut, dann ist der Puschel doch sinnvoll. Weil es ist nicht der Puschel für dieses Mikro. Mhm. Und er sieht jetzt aus, als wäre ein Troll explodiert. Aber oh. Ach. Ach. Wo waren wir denn eigentlich? Futter und Liebe. Bei Invader Sim. Ach so. Auch irgendwie Futter und Liebe. Das weiß ich noch. Megadume und Kopfläuse und Entführt und die überaus traurige Geschichte vom Hühnerfuß. Hast du 2 Folgen geguckt? Ja. Gucken wir sonst mehr? Wir gucken nochmal die ganze Disc immer. Nein, bestimmt nicht, weil wir sind die ersten 20 Folgen auf einer Disc. Ah, okay. Nein, wir haben sonst immer 4 geguckt. Okay. Dann habe ich ein halbes Pensum Invader Sim geschaut. Ja, dann besprechen wir doch mal Megaduma und Lies. Also nicht wie Lügen, sondern wie Läuse. Mir ist das schon länger her, ich muss erstmal nachschauen, worum es überhaupt ging. Megaduma war folgendes. Die Vorgesetzten von Sim schicken 2 Pakete los. Einen mit dem Megaduma, dem neuesten Super-Kampfzerstörungsroboter. Und in dem anderen Paket sind ganz viele von diesen Robotern, wo auch Gir einer von ist. Wie heißen die? Roboter. die aber alle irgendwo einen Schaden haben, genau wie Gir.
Das Problem ist, dass die Paketboten quasi auch einfach Sklave des Volks sind von Gears, von Sims Vorgesetzten. Und also auch keinen Bock auf ihren Job haben, nämlich andere Völker zu vernichten, indem sie die Pakete mit Kampfrobotern zustellen. Und deswegen vertauschen sie die Pakete, was zur Folge hat, dass Sim den Megadoomer bekommt. Und seine Kollegin eben die fehlgeleiteten Roboter. Ich erinnere mich. Sim steigt in seinen Roboter und probiert damit eben als großes Ziel seiner Mission, wie immer, Dip zu dippen. Ach, dip. Die Folge hat mich nicht überzeugt. Dip, mich auch nicht. Dip. Ich mag Gira. Ja. Aber der reißt auch nicht raus. Ja. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Stimmt. Was ich nett fand, war die Idee, dass der Roboter ohne Batterien geliefert wird, weshalb er immer ein Netzteil braucht. Da konnte ich mich wirklich mit identifizieren. Ich wurde auch ohne Batterien geliefert. Ja. Das heißt, auch der Tarnmechanismus funktioniert nur, wenn dieser Roboter ans Stromnetz angeschlossen wird. Das heißt, der arme kleine Gere muss die ganze Zeit hinterherrennen und den Roboter an neue Steckdosen anschließen. Mit einem Verlängerungskabel. Das ist halt... den Aspekt fand ich wirklich gut. Ja, ja, so ein paar lustige Gags sind immer dabei, aber so richtig überzeugt hat mich Dingsbums nicht, die Folge nicht. Richtig, richtig. Ja. Ein Aspekt, der allerdings, den wir hier ein bisschen hervorheben sollten, ist, dass Gere ausdrücklich betont, dass er es toll findet, dass der Kampfroboter Hühnerbeine hat. Das fand ich übrigens auch toll. Ich weiß nicht, wozu das nötig ist. Naja, wir besprechen heute noch eine Folge, die traurige Geschichte vom Hühnerbein. Ja, ich muss da ja immer... Ich hatte das Gefühl, zeitweise, Hühner sind die neuen Schweine. Ja, aber das wird sich nie durchsetzen. Wobei ich da immer die russische Legende von der Baba Yaga denken muss. Kennst du die? Das Mütterchen Yaga. Diese alte Hexe, die in einem Haus im Wald wohnt und auf einem Ofen reitet und das Haus hat Hühnerbeine und läuft herum. Find ich gut. Russen sind lustig. Ja, die zweite Folge oder der zweite Teil dieser Folge mit den Kopfläusen, den fand ich schon ein bisschen besser. Erheblich besser. Sims Schule hat Kopfläuse. Und weil die sich ja ziemlich schnell verbreiten, kommt eine Entlauserin ins Haus. Mit stark bewaffneten Kollegen. Richtig. Und sie ist ganz entsetzt, weil Sim scheint immun gegen die kleinen Viecher zu sein. Und sie will jetzt herausfinden, wieso, und lässt ihn untersuchen. Und das ist natürlich ein Problem, weil sie könnte dahinter kommen, dass er ein Außerirdischer ist. Ja. Dip hat natürlich auch Läuse. Natürlich. Will sich aber nicht damit zufrieden geben, dass jetzt ein Entlausungssonderkommando quasi die Schule übernimmt und alle entlaust. Und probiert deshalb zu fliehen mit seinem an ihn gefesselten, ziemlich weinerlichen Schulkameraden, wie man es früher so schön nannte. Seine Schwester hat eine großartige Rolle in dieser Folge, wie ich finde. Ja, aber ich mag sie ja auch. Weil immer schreit jemand sehr schmerzvoll und sie sagt immer aus dem Off raus quasi sowas wie: Was bist du nur für ein Weichei? Egal zu wem. Ist ja auch egal zu wem, ist ja alles Weicheier. Aber man darf nicht vergessen, nicht nur Sim ist immun gegen die Läuse,
sondern auch Miss Bitter, die Lehrerin. Nein. Nee? Hast du die Folge ganz bis zu Ende geschaut? Ja, ganz bis zum allerletzten, in der allerletzten Aufnahme kratzt sie sich am Kopf. Die hat sich einfach nur verdammt gut im Griff. Meinst du wirklich? Ja. Vielleicht ist sie auch schon tot. Ja gut, das eine schließt das andere ja nicht aus. Vielleicht ist sie auch ein Blutsauger und nur ein Freund der Läuse. Oder ein Zombie mit Selbstbeherrschung. Oder verdammt langsamen Reflexen. Möglich. Ja. 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 Sim wird daraufhin geraspelt. Ja, so hätte ich das auch gemacht. Um zu gucken, warum er immun ist, was ich auch eine sehr schöne Technik finde. Also wird das heute noch in vielen Labors gemacht. Hey, das ist Rüdiger. Rüdiger hat sich nicht erkältet wie wir alle. Komm, wir raspeln Rüdiger. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Ja. Und dann wird Sim zu einem Anti-Läuse-Mittel umfunktioniert. Er wird quasi ausgefrungen. Ja. Es ist eine lustige Folge. Sie hat viele schöne, eklige Szenen. Ja. So wie sich das gehört. Es fehlen Schweine. Ja, generell fehlen viele Tiere. Hier nicht, um mich herum summt irgendwo was Großes Summendes, aber ich sehe es noch nicht. Ist das ein Schwein? Warte mal, hatte ich nicht die Folge danach auch noch geschaut? Ja, hattest du. Dips erfülltes Leben? Nee. Nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, nein, nein. Nein? Die besprechen wir das nächste Mal, dann habe ich komplett vergessen, worum es geht. Okay, aber wir haben noch entführt und die traurige Geschichte vom Hühnerfuß vor uns. Sogar die überaus traurige Geschichte vom Hühnerfuß. The Sad, Sad Tale of Chicken Food und davor Abducted. Ja, in Abducted passiert ja das, was... also Sim wird von Außerirdischen entführt. Weil, die Idee, großartig. Ja. Weil die Außerirdischen wollen für ihre Sammlung einen Erdling. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so ganz gelungen. Sie haben diesen kleinen grünen Jungen und seinen Hund. Und Sim bricht aus und versucht klarzumachen, dass er ein Irken ist und sein Hund ein Roboter. Und dann haut er ab. Hat wieder viele schöne komplett kaputte Momente. Bei dieser Flucht, dieser andere Außerirdische, dieses dicke Ding. Das so herzerweichende Geschichte erzählt und hofft, dass Sim ihm zur Flucht verhilft, aber der geht einfach weg und während er noch erzählt. Das fand ich schön. Ja, das stimmt. Und diese anderen Außerirdischen sind ja echt nicht die schlauesten. Ja. Mir ist warm. Warum das denn? Weiß nicht. Also ich finde so ohne Kleidung mit Ventilator geht's. Mein Ventilator ist kaputt. Ich habe versucht, ihn zu reparieren, weil ich also so ein Tower-Ding. Deswegen ist er also kaputt. Er hat sich noch gedreht. Nein, er war vorher schon kaputt. Er hat aber nicht mehr gepustet. Und dann habe ich probiert und habe ihn auf die schwächste Stufe und er hat Geräusche gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, ich stelle es ihm auf die höchste Stufe. Und dann klang es, als würde innen drin irgendwas auseinanderfallen. Als würden Klingen durch die Gegend fliegen. Da habe ich ihn ausgemacht. Hab den Stecker gezogen und er hat einfach fröhlich weitergebrummt.
Okay. Ich habe diese Nacht mit abgeschlossener Tür geschlafen, weil er ist da draußen und probt immer noch. Dum, dum, dum. Ha. Ich glaub, er landet auf dem Müll. Bald. Weil, nee. Bist du dir sicher, dass du den auf den Müll schmeißen willst und nicht bei der katholischen Kirche abgeben oder so? Ja, die nehmen von mir keine Haushaltsgeräte mehr an, seit dieser Sache mit dem besessenen Mixer. Aha. Ah, Kardinal Thermomixinger. Ja. Es war nicht schön. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Der Exorzist hat gesagt, sowas hat er seit diesem Erbsenpüree spuckenden Mädchen nicht mehr erlebt. Ah, das war lustig. Wir hatten sehr viel Spaß. Ja, wir schon. Hast du auch immer noch Hausverbot in dieser Kirche? Was für eine Frage. Natürlich. Ja. Das war schön. Und ich sag noch, es gibt kein richtig und kein falsch im Kult der Schlange. Aber nein. Ja. Vielleicht hättest du denen vorher sagen wollen, dass sie deine Schlange anbeten. Ich dachte, das wäre klar. Ja, mir war das klar. An zweiäugigen Schlangen ist nichts Besonderes. Das sah der Priester anders. Ach. Ein mysteriöses Hühnerfußmonster treibt sein Unwesen. Dann ruft den Papst an. Ja, Dip ist da ziemlich misstrauisch. Er glaubt nämlich, dass das nur ein Hühnerkostüm ist. Das kann doch nicht sein, das muss doch ein Hühnermonster sein. Weil es in der Lieblingssendung von Dip gezeigt wurde, mysteriöse Mysterien. Also seit letzter Staffel wird diese Sendung auch immer schlechter, oder? Aber hallo. Ja, die Sache mit Bigfoot und jetzt das Hühnermonster. Ja, und dieser Schlangenkult. Und ich sag gestern noch zu meiner besten Freundin, ich müsste mal eine Sekte gründen. Ich glaube, here we go. Ja, also Dip findet auch, ich falle übrigens fast vom Dings runter hier, falls es gleich bumst, dann weißt du, was es war. Er findet den Typen, der seit vielen Jahren in einem Hühnerkostüm gefangen ist, Chewie Rodriguez, und setzt damit den Gerüchten über das Hühnerfußmonster ein Ende. Ja. Also wir haben hier tatsächlich eine Geschichte, die mal ein Ende hat. Und eine Geschichte, in der kein Sim vorkommt. Ja. Und eine Geschichte, die mit Mikrowellenunfällen zu tun hat. Eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Oh ja. Ich erinnere mich an diese besessene Mikrowelle. Spider-Mikrowelle. Ja, die Spinne hat gesagt, hui, die Strahlung, ich habe Superkräfte, plopp. Und hat sich dann für ein Huhn gehalten. Bock, 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 taste like chicken. Ich habe letztens etwas gelesen, seitdem frage ich mich auch, schmecken Engel wie Hühnchen? Ja. Gut. Und sonst? So, Engel, ja. Engel sind ja nach der Überlieferung löwenköpfige Schlangen. Und da beides separat wie Hühnchen schmeckt, wird auch das zusammen wie Hühnchen schmecken. Engel, das Geflügel Gottes. Uhu.
Om nom nom. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Engel majestätisch auf eine Kathedrale herabschwebt, sich niederlässt, auf ein Gargoyle scheißt und dann ein Ei legt. Das Evangelium nach Sprumpel. Das wird super. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Und sonst so? Ja, jetzt haben wir das Geheimnis des Hühnerfußmonster gelöst. Das nächste Mal geht's dann weiter mit Dips erfülltes Leben und Gier tickt aus. Ah, ja. Die Folge wollte ich unbedingt sehen. Genau, und danach kommt eine Folge, die letzte Folge der ersten Staffel, Takt, nein, die erste, grässliche Neue. Die erste. Ach nee, erste Staffel, 20. Folge, sorry. Ja, sorry, ja. Sorry. Ja. Dann können wir dann das nächste Mal drüber reden. Entweder wird das super oder sehr gruselig. Ja. Okay. Bei erfülltes Leben denke ich natürlich immer an Roccos modernes Leben. Erinnerst du dich noch an diese Zeichentrickserie? Ja. Da sind vor kurzem ist da eine Comicreihe rausgekommen, Roccos Modern Life. Nicht allzu lange, aber sie geht noch weiter momentan mit der Miniserie Roccos Modern Afterlife. Okay. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich warte, bis sie komplett erschienen ist, aber ich werde berichten. Sehr gerne. Ich habe angefangen, den Invader Sim Comic zu lesen, den ich von dir bekommen habe. Ja. Witzig. Die sind ganz, ganz gut, würde ich sagen. Ja. Es ist teilweise unterschiedlich, weil es ja meistens andere Zeichner und Autoren sind, aber doch, die treffen den Ton meistens ziemlich, ja. Ja. Mein bisheriges Highlight ist wirklich die Thunfischburg. Jeder sollte eine Thunfischburg bauen. Vor allem bei diesem Wetter. Oh ja. Ich glaube, ich mache das nachher noch. Ich habe auch noch eine Dose Thunfisch zu Hause. Ich bin zu Hause. Oh. Ich habe hier eine Dose Thunfisch. Reicht sie für eine Burg? Hallo, Burg ist in der kleinsten Dose. That's what she said. Damit hätten wir auch unseren Explicit-Tag für heute verdient. Ah, wir haben einen Explicit-Tag? Ich setze ihn jedes Mal. Ich glaube, das ist gut so. Ich meine, allein schon, weil wir beide hier nackt liegen. Vollkommen verschwitzt. Mit unseren Leibern. Wir haben unsere und machen damit. Aber nicht wieder auf den. Nicht? Nee, sonst kommt der nicht mehr daraus. Ja. Wir schubbern uns ein bisschen am. Und dann macht es I-A, I-A. So wie damals. Oh, ja. Im Mexiko, 39. Oder war es 93? Ich weiß es nicht, aber es war Mexiko. Ich erinnere mich an diese lustigen Sombreros, die Esel trugen. Das war ein großartiges Spiel. Und der Durchfall, den wir hatten, herrlich. Ach, ja. So viel abgenommen an nur einem Tag habe ich selten. Ach, ach, ach.
Das sollten wir auch mal wieder hin. Ich meine, das meiste müsste verjährt sein. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Im Länderspiel Uganda gegen Simbabwe steht es gerade 1-1. Oh, okay. Fußball übrigens. Ach so, Fußball, nee, dann interessiert es mich nicht. Was dachtest du denn, Krieg? Ja. Ich habe hier einen tschechischen Zungenbrecher. Lies den mir mal vor. Warte, also, ich schmeiße dir den Chat. Tschechischer Zungenbrecher ist für mich schon genug eigentlich. Nein, nein, Flo, das kann man nicht lesen. Stritsch, britsch, stritsch, guck. Jetzt höre ich mal an, wie es gesprochen wird. Ich war gar nicht so daneben. Aber wusstest du, dass viel, viel, viel mehr Menschen anal als Anus sprechen? Anus gilt übrigens als gefährdet. Das sprechen auch nur 320 Leute in Indonesien. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du, ich lass mir Anus auf der Zunge zergehen. In Indien und Myanmar sprechen immerhin doch 23.000 Leute anal. Das stelle ich mir lustig vor. Haben die Hosen an oder versteht man die sonst nicht so? Vielleicht ist das so wie mit diesen Kehlkopfmikrofonen, nur hinten. Du hast da einen Puschel, ja, den brauche ich zum Sprechen. Und sie beten das Häschen an. Oh. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ich habe nachgeguckt, Google Translate übersetzt nicht in anal. Schade. Mhm. Wirklich, Anus wird auf den Po-Dena-Inseln gesprochen? Ja. Man muss sich gar kein Blödsinn ausdenken, die Welt, nö, ist bekloppt genug. Aber hallo. Ja. Ja. Dann lass uns mal über W. Reginald Bray reden. Okay. Geboren am 30. April 1879 in London. Gestorben am 6. Juni 1939 in Croydon. War ein englischer Exzentriker. Ich mag englische Exzentriker. Der Spaß mit der Post hatte. Ich hatte letztens auch Spaß mit der Post, aber das ist ein anderes Thema. Also er hat damit angefangen, dass er von seiner Mutter gehäkelte Postkarten verschickt hat. Okay. Dann wollte er die Fähigkeit der Postzusteller erforschen. Und hat die Adressen kryptisch verschleiert, zum Beispiel in Reimform. Das heißt, er hat Gedichte draufgeschrieben, aus denen die Leute erraten mussten, an wen es geht und wohin. Oh Mann. Er hat unverpackte Sachen verschickt. Wie
eine Fahrradpumpe, einen Kürbis, eine Bratpfanne, einen Hausschuh, eine Kleiderbürste, eine Tabakpfeife, eine Hemdbrust, eine Schiefertafel, eine russische Zigarette, ein Gebinde Zwiebeln, eine frisch ausgegrabene Rübe, verschickt aus Irland, ach, und ein auf eine Postkarte geklebtes Stück Seetang. Ein Pennystück mit einem durchbohrten Loch, weil da muss man den Adresszettel dran festbinden. Dabei hat er übrigens vergessen, die Briefmarke drauf zu kleben und musste 2 Penny Strafgebühr zahlen. Oh, er hat auch eine Sammlung von Poststempeln. Ich mag Exzentriker, die sind einfach toll. Also er ließ auch an sich selbst adressierte und frankierte, teilweise auch unfrankierte Postkarten mit Instruktionen an die Finder in Zügen liegen. Das in der Hoffnung, dass sie von weit weg irgendwo sie ihm mal zuschicken, damit er diesen neuen Stempel kriegt. Er hat auch Postkarten per Flaschenpost verschickt. Und er konnte sogar einen Ballonfahrer überzeugen, dass er von oben irgendwo im Ballon einfach mal ein paar Postkarten rauswirft, in der Hoffnung, dass Leute ja, sie ihm zurückschicken. Witzig. 1903 kam dann der Höhepunkt. Da hat er sich selbst verschickt. Gesagt. Ja. Ach. Er war the first person who posted himself. Das hat 1905 also quasi so eine Art Selfie. Ja. Aber ja. Ganz, ganz analog, ja. Es war also nicht der erste Mensch, der sich per Post verschickt hat. Das war tatsächlich schon 1849, hat sich jemand von Richmond nach Philadelphia versendet, ein Henry Brown, und hat sich damit aus der Sklaverei befreit. Aber er war der Erste, der halt diesen Service der britischen Post ausprobiert hat. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Zwei Tage nach seiner Selbstverschickung hat er übrigens auch seinen Terrier Bob an der Leine verschickt. Mhm. Ja, aber irgendwann kam halt auch die Royal Mail an ihre Grenzen. Er hat zum Beispiel versucht, eine Adresse mit rotem Siegelwachs zu schreiben, aber die Buchstaben sind halt während des Transports abgeblättert und deswegen kamen sie zurück und er musste Strafporte zahlen. Er hat versucht, eine Postkarte mit einer Ein-Penny-Marke von London nach New York, Stockholm, Bern, Kalkutta, Singapur, Sydney, Rom und Auckland und dann wieder zurück an sich schicken zu lassen. Das ist gescheitert, weil die Adresse inkorrekt war. Er hat versucht, eine Postkarte to a resident auf der Insel Staffa zu schicken. Das gelang auch nicht, weil diese Insel zu dem Zeitpunkt unbewohnt war. Okay. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, denen ist wirklich langweilig auf ihrer Insel. Ja, aber andererseits erklärt das so einiges. Oh ja. Ach. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Ja, und sonst? Er hat übrigens auch Autogramme gesammelt. Okay. Ganz, ganz viele. Von Leuten wie Charlie Chaplin oder Ohm Krüger, dem Präsidenten der Südafrikanischen Republik. Und zwar 4 Tage nach Ausbruch eines Krieges der Südafrikanischen Republik mit den Briten. Okay. Ja, Gary Cooper und so weiter hat er alles. Er hat auch viele verschickt, die nicht geantwortet haben, wie Winston Churchill oder Adolf Hitler. Okay.
Er hat das mehrfach versucht, also er hat seine 5 Briefe geschrieben, den letzten sogar auf Deutsch. Und hat da erwähnt, dass auch der Papst, Mussolini und auch alle Präsidenten der Vereinigten Staaten, die er bis jetzt angeschrieben hat, hätten ihm was geschickt, aber... Konnte Churchill Deutsch? Nein, Hitler. Ach so. Er hat auch den Brief beendet mit: Ich wünsche Ihnen und der deutschen Nation das Allerbeste. Aber kam keine Antwort. Engländer. Engländer. Ich möchte für nächstes Mal bitte mehr über diesen Menschen hören, der sich selbst aus der Sklaverei verschickt hat. Okay. Dann hinterlege ich mir den mal. Das klang mir durchaus interessant. Ja, wer weiß, was ich da später noch herausfinde. Ach, dann hast du noch irgendwelche Themen? Ach Flo, du kennst mich doch. Ja, aber ich frage trotzdem immer wieder. Ich freue mich auf einen Kurzurlaub an der Ostsee. Oh. Nur noch 4 Wochen. 4 Wochen? 4 Wochen. Das sind ja nur noch 4 Wochen. Ja. Klausur geschrieben habe ich noch. In ein paar Tagen schreibe ich die nächste. Ach, wie schön. Ein Träumchen. Apropos Träumchen, ich habe Träubchen eingefroren. Oh. Und wie nimmst du sie zu dir? Als Zäpfchen, oder? Gutes Stichwort, nein. Ich habe aber festgestellt, wenn ich sie in meinen Bauchnabel stecke, kühlt es auf. Oh ja. Aber überleg doch mal so von beiden Seiten. Zäpfchen, nein. Das war aber insofern ein gutes Stichwort. Der Vergleich mit einem Zäpfchen hielt mich heute früh davon ab, ein weißes T-Shirt zu tragen. Weil Zäpfchen immer weiße T-Shirts tragen. Ja. Gut. Okay. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Ich bin voller schwarzer Fussel.